So, vor den Toren des Tempels des Ordens. Und ich werde jetzt mal reinmarschieren. Endlich habe ich den Schlüssel gefunden. Wenn Elfrieds Schwester die Wahrheit sagt, finde ich Antworten in den Ruinen. Endlich habe ich, wie gesagt, den Schlüssel, nachdem ich hier schon 3-4 Mal war und irgendwie gehofft habe, dass ich den kriege. Aber questgebunden, das Ganze. Aber ist okay. Damit kann ich leben. Das muss sie sein, die Tür zu Elfrieds Geheimnissen. So, der Mithras-Tempel. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier so ohne weiteres durchkommen oder ob uns auch noch Gegner auflauern. So, unversiegelter Brief. Das Ziel ist Elfred, ein verwelkter Zweig seines Vaters Stamm. Wir hätten es sehen sollen. Jemand, der sich armer Mitstreiter nannte, vielleicht kann er etwas damit anfangen. Sich mit dem König verbandelt und ihm Namen zusteckt. Herrn Lunden und Eoi vorweg sind dieser trügerischen Ratte bereits zum Opfer gefallen. Verbrennt den König zu Asche, bevor er seine Wurzeln auszubreiten kann, das Instrument. So. Schade. Schade, dass man jetzt gerade auf dem Foto die Back-Infos sieht. Es gibt Schlimmeres, ich weiß, aber trotzdem. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ja, das ist mir schon klar, ne? So. Dann durch die Tür. Jetzt mich ist gerade echt ärgern. Und dann hier hin. Ach, Moment, stopp, das kann ich auch anders machen. Dann brauche ich wenigstens keinen Pfeil verschwenden. Weg, weg, weg. Das war jetzt ja wohl ein Witz, oder was? Hallo? Das muss ja wohl funktionieren. So, nochmal hier lang. Dahin. Dann da. Es spickt, verdammt! Das will so nicht funktionieren. Ihr wollt mich doch vorne piepeln. Och Mensch, okay, gut. Dann machen wir es mit einem Pfeil. Hätte ich mir den Pfeil jetzt sparen können. Stattdessen habe ich jetzt zweimal das gleiche Problem gehabt. So. Dann machen wir es so. Mensch, schade. Schade, schade, schade. Ich gehofft, dass das. So. So. Oh nee, ne? Kann ich? Oh, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wie gesagt, gewisse Truhen haben ja mittlerweile Probleme bei mir oder Raids oder aber auch Truhen. So, verblasster Erlass, allgemeiner Erlass, geschrieben im 870. Jahr des Herrn Jesus Christi, Bollwerk Englerland gegen alles, Eindringlinge. Was sie taten, geschah, um Elfried zu unterwandern. Sie hat gelogen. Hier gibt es keine Spur des Ordens. Ich sollte zu Elfried und
meiner Belohnung. Bollwerk Englands gegen Eindringlinge. Sie ist unsere letzte große Feste auf dieser Erde. Mit Mauern, nicht nur aus Holz und Stein, sondern aus Willenskraft, die bereits seit 400 Jahren unsere uralten Rivalen abhält. Nun jedoch steht uns ein neuer Feind gegenüber. Trügerische Dänen, die unsere Macht noch nicht erkannt haben. Wir müssen sie umstimmen oder zum Kampf im Kampfe bezwingen. Unsere kampfgeplanten Kolonnen in Frankreich und Irland bereiten sich auf ihre glorreiche Rückkehr vor. Bleibt standhaft, auch wenn unser Orden zerstört wird, lebt unsere Wahrheit ewig weiter der Vater. Sprich mit Alfred. Okay. Wir kommen jetzt auch nicht so raus, weil das so ein Misstrauensgebiet ist. Okay. Der Mithras-Tempel. Ich will jetzt nicht sagen, habe ich ein bisschen mehr mir erhofft. Ja, doch, eigentlich schon. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Ich finde das jetzt nicht unbedingt so... Ne? Delete. Ja, komm. Schnellreise. Geht nämlich schneller. Ich habe jetzt echt gedacht, da passiert so ein bisschen mehr. So ein bisschen so, ne? Aber hello. Wir müssen in die Richtung. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, mach mich nicht. Mach mich nicht kirre, Alter. So, das Münster von also nicht von Theo Vorwig, sondern von Winchester. Tritt vor, Eivor. Das ist nah genug. Als die Missetäter kamen, um mein Fleisch zu verschlingen, stolperten und fielen sie. Sind die Gesetze der Gastfreundschaft nicht länger gültig, Alfred? Ich habe getan, was vereinbart war. In der Tat. Doch verwechsle Notwendigkeit nicht mit Freundschaft. Du bist ein Mann, der sein Wort hält. Ein Mann Gottes. Wahrlich. Ich habe mein Leben nach seinem Vorbild ausgerichtet. Godwin. Hier ist das einzige Silber, das deiner Drachenbote würdig ist. Eine Erinnerung an die Leiden Christi und unsere Barmherzigkeit. Und ich biete dir noch etwas. Lebe hier mit uns in Frieden als Christ oder stirb als Ungläubiger in einem Meer aus Blut. Du hast nicht mehr zu verlieren als das ewige Leben. Und wenn ich sage, weder noch? Er bietet dir Hoffnung, Eivor. Ein Leben mit Sinn, besser und fernab von diesem. Lehne nicht ab. Sei kein Narr. Deine Regentschaft wird enden, König der Westsachsen. Unter dem Flügelschlag der Raben wird dein Thron zu Staub zerfallen. Du hattest Unrecht, Godwin. Er ist nicht mehr zu retten. Du hattest eine Chance, verdammt! Ich wollte sie nicht. Ihr macht doch nicht das jetzt ehrlich, was ich vermute, was ihr macht. Sei verdammt, Alfred. Thank you.
kehre zu Heitam und Randvi zurück. Sie werden wissen wollen, was hier passiert ist. So, die Winchester-Saga ist abgeschotten. Stadt des Glaubens. Auch die Quest, den Sachs aufschließen, muss erledigt. Genau, 2 Fertigkeitspoints haben wir bekommen. So, wir sollen Randvi Bericht erstatten. Das werde ich auch gleich machen. Allerdings. Werde ich jetzt erstmal hier den Weg des Bären noch voll machen und dann sind wir auch schon hier und haben hier glaube ich nur noch so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und dann haben wir nur noch den Part. So, Lagegericht, neues Zuhause, Flussraubzüge, genau. Mit Ober müssen wir auch uns noch unterhalten. Pflanzen, Mitglieder des Ordens. Apropos Orden. Da wir ja noch 2 haben. Von Quadfort im östlichen Skrobeschir. Moment. Skrobeschir. Quadfort. Schnellreise nicht verfügbar. Achso. Okay, jetzt aber sollte sie verfügbar sein. Quadfort da. Aus der Stadt flüchten komplett. Okay. Das kriege ich auch hin, würde ich sagen. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr mir mal an die Füße. So, jetzt aber ab nach Quadfort. Dann holen wir uns den nächsten vom Orden. Das war hier oben. Die Schnellreise machen. Ach ja, und dann werden wir uns den Typen da krallen. Oh, er soll. Moment. Und sich oft in den Stallungen von Quattam Östlings Grobeschör. Das heißt, ich hätte auch den Button drücken sollen und dann müssen wir hier hin. Ah, hier waren wir auch schon länger nicht mehr. So, achso, übrigens. Vielleicht speichere ich mal ab, weil da das Spiel ja momentan so ein bisschen zum Abstürzen neigt. Müsste ich nicht komplett alles nochmal machen. So, hält sich oft bei den Stallungen auf. Da bin ich. Oh nee, nee, Hühner, bleib mal weg von mir. Nee. Komm, sieh dir an, was ich habe. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich würde jetzt gern wissen. Die hat nichts mehr, ich habe schon alles, ne? Ja, ich habe sämtliche Ausrüstungsgegenstände. Ja, leider ja. Nun muss ich gehen. Auf bald. Zeig es mir. Und kann der noch rumtouren? Wie sieht denn der aus?
Tut mir leid. Man hätte ihn auch. Ich hätte mal sollen. Moin. Ja, Hallöchen. Ja. Offa hat vor jedem behauptet, er wäre Christ. Doch das stimmt nicht. Er war einer von uns. Er wollte nur Silber und Schwerter für seine Männer in Mercia. Und du hast diese Tradition fortgeführt? Ohne zu hadern. Ohne zu zögern. Offa wäre so stolz auf mich. Du hast sicher 100 Sommer gesehen, alter Mann. So fühlt es sich an. So. Ja, dann habe ich den Typen jetzt erledigt. Ich hätte mir den mal gleich angucken sollen, ne? Delete Ons Menü. Ja, ne? Das ist er. So, jetzt müssen wir so. Eliminiere das Pergament. Er befindet sich oft in einem überwucherten Haus in der Nähe des Hafens von Gloucester in Gloucestershire. Okay. Das bedeutet, da und hier ist der Hafen. Dann mal schnell hoch zu unseren Freunden. Ja. Hoffe, alles gut und gesund. Und danke fürs Angucken, so gesehen. Und ich hoffe, es gefällt. Ja, wie gesagt, bin ja gerade am so ein bisschen den Orden am dezimieren, wobei eigentlich auch eher Story. Hafen, überwuchertes Haus. Nochmal, ich lese das mal lieber nochmal richtig, nicht, dass ich dann wieder hier so. Das Pergament, der sieht so aus. Mhm. Oft in einem überwucherten Haus in der Nähe des Hafens, in der Nähe vom Hafen. Das heißt nicht unbedingt der Hafen direkt selber. Okay. Das ist jetzt wieder nicht so einfach. Oh ja, ich habe das Ding da unten nicht gesehen. Copa Regatta Mark. So, jetzt sollen wir hier ein überwuchertes Haus in der Nähe vom Hafen finden. Ja, genau. Das Problem ist, heißt das in der Nähe? Heißt das auf der anderen Flussseite? Deswegen. Das ist ja hier der vom Hafen. Mich in Acht nehmen. Nein, brauchst du nicht. Ich muss mir jetzt Häuser hier in EVW angucken. Unglaublich, ey. In der Hoffnung, dass ich ein Haus finde, was ein bisschen überwuchert ist, weil das steht ja nur in der Nähe vom Hafen, nicht am Hafen selber. Das Problem ist nur die Frage, auf welcher Seite des Flusses das Ganze steht. Hier steht auch nur in der Nähe des Hafens. Überwuchert vor allen Dingen. Das ist ja geschmückt. So. Hier war nichts weiter. Kommt her, kommt alle. Nordleute und Sachsen. Frisch gesegnetes Essen mit der heiligen Gnade unseres Herrn. Aha. Bei dem habe ich mir auch ein bisschen die Zähne ausgebissen, bis ich gerafft habe, was ich bei dem machen musste. Proviant ist auch voll. Oh ey, ich hasse das. In der Nähe vom Hafen. Überwuchert. Guck mal, wo ich jetzt schon bin. Ich glaube, ich gehe mal auf der anderen Seite zurück. Ja. Ah, könnte sein. Also ich weiß es jetzt nicht. Dazu sage ich jetzt aber in Anführungsstrichen, wenn es geht. Also viel Spaß beim Stream. Enjoy.